Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Es geht wieder um den Hausbau und hier ist Nummer 4. Ich muss ja ein bisschen System reinbringen in das Ganze und deswegen stelle ich euch heute den ersten Planungsschritt vor und was da alles notwendig wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Wundert euch nicht über meine Stimme, die hat halt 10 Tage gelitten durch eine ordentliche Erkältung und deswegen höre ich mich vielleicht noch ein bisschen komisch an heute, aber das gehört halt dazu. Das müsst ihr übrigens auch einplanen, wenn ihr bei der Ressourcenplanung euch selbst einplant bei einem Do-it-yourself-Haus. Denn wenn ihr ausfallt, könnt ihr nicht weiterbauen. Also Achtung, großes Risiko. Ich zeige euch hier nochmal die Übersicht und in dieser Übersicht geht es ja jetzt um den allerersten Planungsschritt und ich habe das meiste aus dem allerersten Planungsschritt auch bereits schon abgearbeitet. Der Schritt 1 umfasst die machbaren Wünsche. Das heißt, man stellt sich ja vor, was man gerne hätte und man muss überprüfen, ob das überhaupt geht. Natürlich kann man das ganz am Anfang nicht ganz genau sagen, aber so ein bisschen Gefühl muss man da schon an dieser Stelle entwickeln. Dazu gehört natürlich, dass man auch sich anguckt, was kann ich denn überhaupt, also was kann ich überhaupt machen bei diesem ganzen Do-it-yourself-Haus, was besitze ich für Maschinen und so weiter, also eine kleine Umfeldanalyse. Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Welche Maschinen ich habe, das habe ich ja schon vorgestellt im Video. Und einige fehlen dann natürlich auch noch und die muss ich dann noch dazu kaufen und in die Finanzierung also aufnehmen. Ich habe also als erstes mal die Wünsche aufgeschrieben, also auch abgestimmt in der Familie. Das heißt, was wünscht sich meine Frau, was wünsche ich mir, was ist davon umsetzbar? Kriegt man das zusammen auf eine Ebene und gefällt einem das dann. Wenn ich hier reinschaue, dann sehe ich, ich möchte unbedingt einen Holzrahmen bauen, wegen der Do-it-yourself-Geschichte. Keine Treppen im Haus, kein Keller. Ein großes Nebengebäude, also nicht Garage, weil die ist nicht flexibel nutzbar, sondern ein großes Nebengebäude und einen überdachten Parkplatz für das zweite Auto. Und ihr seht auch noch die anderen Wünsche hier alle, Regenwasser, Photovoltaik und so weiter. Wie prüfe ich denn eigentlich die Wünsche? Naja, ich gucke, dass ich einen Entwurf mache, der meinen Wünschen entspricht und dann rechne ich diesen Entwurf durch, ob ich den finanzieren kann. Und das ist im Prinzip schon das gesamte Geheimnis dahinter. Und dazu brauche ich natürlich auch einen groben Zeitplan erstmal, damit ich das Ganze so ein bisschen eintakten kann. Denn ich will ja selbst sehr viel tun. Deshalb ist der wichtige Schritt in diesem Planungsschritt, einen Phasenplan zu erstellen, also einen groben Zeitplan. Der wird nachher definitiv noch genauer gemacht, in einem Netzplan, das zeige ich aber später. Also mache ich einen groben Phasenplan. Ich zeige euch hier mal meinen Phasenplan. Und dieser Phasenplan beginnt mit der Entwurfsphase logischerweise. Denn ich will erstmal einen Entwurf machen. Und in dieser Entwurfsphase ist eben auch dieser grobe Phasenplan selber enthalten, dass ich den machen muss. Und ihr seht hier die weiteren Phasen und ich baue das Ganze in 2 Abschnitten. Ich baue einmal das Nebengebäude zuerst. Also das untergeordnete Gebäude und dann das Hauptgebäude danach. Bei mir dauert das sehr lange, das sind 4 Jahre insgesamt, weil ich ja die Finanzierung strecken will und das ist der Hintergrund. Ich könnte das viel, viel schneller bauen sozusagen, denn ich hätte sogar noch Zeit. Ihr seht, wenn man immer dort in diese einzelnen Pakete, Arbeitspakete nenne ich es mal schon, die ich unterhalb der Phase angeordnet habe. Wenn ihr dort den Aufwand eingebt, ich habe den mal in Tagen eingegeben, dann könnt ihr unterhalb in diesem Diagramm sehen, ob ihr das überhaupt schaffen könnt. Ne? Also ich habe eine maximale Verfügbarkeit von 20 Tagen im Monat, die ich an diesem Haus arbeiten kann. Das müsst ihr dann selbst für euch ausrechnen. Aber Achtung, das ist nur ein erster Schritt, also die erste grobe Zeitrechnung inklusive einer kleinen Aufwandsrechnung für ganz kleine Vorhaben und ganz kleine Projekte ist das eigentlich schon völlig ausreichend für so einen Hausbau. Natürlich nicht, aber dazu komme ich später. Aber für den ersten Überblick braucht ihr sowas, damit ihr so langsam die Komplexität verringert in diesem Hausbauprojekt. Ich stelle euch diesen Plan wieder zur Verfügung, wie ich das ja oft mache mit meinen Unterlagen, Tabellen und so weiter. Und ich werde alles, was für diesen Hausbau notwendig ist, immer auf eine Seite bringen und ihr könnt euch das downloaden und für den Privatgebrauch uneingeschränkt nutzen. Das ist überhaupt kein Problem und ich verlinke euch das hier unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zu dem anderen wichtigen Punkt, nämlich dem
Entwurf. Ihr müsst natürlich einen Entwurf haben, um überhaupt über solche Dinge reden zu können. Um was geht es überhaupt? Wie weit, wie breit, wie hoch, wie lang, wie groß wird das Ganze? Also müsst ihr euch mindestens einen Grundriss planen und dann gucken, was sind eure Wünsche, wie könnt ihr die da reinbringen. Ich habe hier meinen Grundriss geplant, der ist zu Hause abgestimmt und genau so wollen wir das Ganze umsetzen. Es gibt x andere Entwürfe, die ich schon gemacht habe vorher und das ist jetzt der Entwurf, mit dem ich auch dann zum Architekten gegangen bin, weil ich will ja eine Genehmigungsplanung haben vom Architekten noch und ich brauche ja auch eine Statik. Und da ist schon mal der Grundriss als Diskussionsgrundlage notwendig. Den Entwurf habe ich auch schon durchgesprochen mit dem Architekten und habe natürlich auch alle möglichen Sachen gefragt, die ich noch wissen wollte beim Architekt. Das Ganze, meine ganze Abstimmung, habe ich natürlich hier wieder mit dem Architekten zusammen aufgeschrieben, also ich in meinem Buch natürlich, damit nichts verloren geht. Und so steht immer eins nach dem anderen in diesem Buch drinne. Wie ihr sehen könnt, hier auch meine ganzen Maschinen, die ich noch brauche oder die ich schon habe und. Das steht ja immer alles drin, sodass nichts verloren gehen kann. Ich mache natürlich trotzdem was im Computer, ganz klar. Aber so die ganzen Abstimmungen und diese ganzen anderen wichtigen Sachen, die schreibe ich alle in dieses Buch hinein. Jetzt habt ihr diesen Entwurf mal gesehen und für viele Menschen ist es schwierig, sich diesen Entwurf räumlich vorstellen zu können. Ich bin ja so ein Typ, der immer räumlich denkt. Das heißt, wenn ich was zweidimensional male, habe ich das dreidimensionale Modell sofort im Kopf. Ich will für dieses Haus, also für dieses komplette Grundstück, ein 3D-Modell machen. Das drucke ich natürlich nicht, sondern ich werde das einfach aus Holz bauen. Ihr könnt das auch machen mit euren Entwürfen. Ihr könnt einfach eine Schere nehmen, Pappe und Papier, ein bisschen Kleber und euch das mal zusammenkleben. Und das funktioniert auch. Ich werde das vielleicht ein bisschen schicker machen und ein bisschen aufwendiger, weil es soll ja im Video schön aussehen und ich werde das aus Holz bauen und werde auch den Holzrahmenbau dann zeigen, wie das so ein bisschen funktioniert. Ich bin gespannt, ich weiß nicht genau, ob ich das so alles hinkriege, aber ich habe auf jeden Fall schon mal angefangen. Ja, darauf könnt ihr euch auch freuen. Ihr merkt, meine Stimme geht langsam weg, deswegen beende ich das Video an dieser Stelle und hoffe, dass das Ganze wieder mal ein bisschen mehr Einblick in diese ganze Hausbaugeschichte gegeben hat. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen, das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.